Servus zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge haben wir ihn hier kennengelernt, der gerade hier mit dem Hammer arbeitet und schmiedet. Das ist der gute Brock und der hat anscheinend einen Bruder. Und wir haben nun erfahren, dass die beiden ja die Axt von Kratos ja geschnitzt, geschmiedet, zusammengefügt haben und sich wohl dann irgendwann mal uneins waren. Und jetzt ist er hier alleine und sein Bruder wird irgendwo anders unterwegs sein. So, das war jedenfalls ganz interessant in der letzten Folge. Wichtig für uns ist, dass wir jetzt hier eine Schmiede haben und uns entsprechend aufrüsten bzw. ja, leveln können, was die Waffen angeht und die Ausrüstung. Gut, das dazu. Ja, wir wollen weiter auf unsere Reise. Auf die Reise zum Berg. Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie Undankbares Pack nennen. Hey, Undankbares Pack, komm hierher. Gefällt mir. Ja, das hatten wir schon in der letzten Folge. So, aber hier ist er noch. Mal schauen, was er noch zu erzählen hat, weil er hat immer einen lustigen Spruch. Das haben wir ja gerade miterlebt. Brock. Was willst du denn noch? Warum habt ihr das Zeichen halbiert? Weil ich keine Geschäftsbeziehung mit diesem Speichlecker mehr habe. Ich wollte nicht, dass er es weiterverwendet und ihm ging's genauso. Die einzige Lösung war, es genau zur Hälfte in der Mitte zu teilen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir uns einig waren. Was noch? Willst du eine Umarmung? Los, zieh Leine! Verzeihung. So, also dann hätten wir das jetzt auch wieder abgearbeitet, abgehakt. So, hier geht's wohl weiter. Also, dann werden wir hier mal das Tor hochziehen und uns auf die Reise begeben zum Berg. So, bleibt das oder müssen wir es einfrieren? Okay. Passt da drin gut auf euch auf. Dort könnte ich ganz leicht draufgehen. Oh, danke. Das hört man doch immer wieder gern. Aufmunternde Worte, bevor man losgeht. So, ja, da kommen wir wieder raus. Okay, und da geht's weiter. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Ich glaube, ich bin übel. Oha. Oha. Augenblick mal. Tja, dann rennen wir mal schnell durch. Gut. So, wie geht's weiter? Sieht ja einladend aus. Da ist ein Loch. Ah, und da ist eine Truhe. Okay, da müsste... Ah ja, okay. Dann schauen wir mal. Sehr schön. So, den Stahl können wir immer gebrauchen, gar keine Frage. Ups. Warte da. Oha, können wir die Axt nehmen oder nicht? Das ist
So, jetzt haben wir... Ah, da kommt noch mehr. Okay, gut. Sieht so aus, als wäre es das gewesen. Gut, sehr schön. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie er hier rüberkommt. Okay. Mal schauen, was passiert, wenn man da. Jetzt, Junge. Okay. Okay. Aber das hier ist ja auch für irgendwas gut. Oh. Oha. Das ist irgendwie gar nicht gut. Gehe ich mal davon aus, kommen wir da hoch? Nee, ups. Pieks, aua, aua, aua. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Ah. Das sind wieder diese drei Buchstaben. Aha. Wird da dann von der anderen Seite... Na ja, jetzt gehen wir mal hier hoch und dann sehen wir weiter. Hm. Ah, nee, ich glaube, das Ganze sollte doch runter. Okay. Na. Gut. So. Dann nehmen wir das jetzt auf. Und dann lassen wir das hier herab. Und dann sehen wir mal weiter, was dann kommt. Ups. Nee. Springen. Nein. So. Wusste nicht, ob okay. Wir da heil rauskommen. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. Ah, ja. Sehr schön. Sehr schön. Da sind wir ja vorhin reingekommen, genau. Was passiert? Wieder hier. Ja, ich glaube, das war nicht ganz so clever. Ja, weil jetzt müssen wir das Ganze erst wieder hochfahren. Okay. So. Also nochmal von vorne. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Gut. Kommst du? Danke. Hier lang. So. Kommst du hoch? Yep.
So. Okay, wir müssen noch zwei Symbole finden. Da oben. Siegel. So. Und da könnte eins sein. Das sieht so danach aus. Aber dazu müssten wir irgendwie... So. Von da irgendwie? Nein. Okay. Kommen wir... Augenblick. Augenblick. Sehr schön. So, was haben wir da Leckeres? Eins der drei Hörner mit Blut mitgesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Okay, ich hatte eigentlich gehofft, wir finden, damit wir unsere Lebensenergie etwas nach oben arbeiten können. Okay, ich glaube, da soll es für hier gewesen sein. Dann können wir jetzt weitergehen, weil da hat es nichts mehr. Da hat es nichts mehr. So. Gut. Sehr schön, dann geht's hier weiter. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Wenn Mutter das sehen könnte. Komm, Junge. Sieh dir das an. Was ist das? Junge. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Soll ich dir die Runen vorlesen? Warte noch ein Momentchen. Wir gucken erstmal, ob es irgendwas Interessantes gibt. Ob wir irgendwas mitnehmen können. Wo es bestimmt wieder zur nächsten Schlägerei geht. Okay. Das wird wohl später gebraucht. Naja, gut. Also, dann lies uns ein bisschen was vor. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Tja, dann, müssen wir mal gucken. Da oben, wie gesagt, das Teil. Schauen wir mal hier rein, da ist nichts. Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. Yep, und ich denke, dafür werden wir das da oben brauchen. Ein Rätsel, ein Rätsel. Na, ist schon fast ein Rätsel, hier hochzukommen. Gut, also. Sie drehen sich. Komm wieder runter. So, ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen bestimmt irgendwie zu einer richtigen Zeit mit der Axt irgendwo hinschießen, oder? Das war zu spät. Ah. Okay. Ja. Ah, okay. Auch wieder zu spät. So. Der Teil ist richtig. Wo war noch? Wo war noch? Hier war noch. Nein.
Das müsste das Richtige sein. Ich sehe Runen. Sehr schön. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Es ist was passiert. Hat geklappt. Der Junge ist ein bisschen voreilig, finde ich immer. So, dann wollen wir mal weiter. Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben, aber noch froher, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Aha, hier ist was. Na. Okay. Was ist das da oben? Aha. Ich sag's dir, sobald ich's gesehen habe. So. Da oben? Hat er gemeint, irgendwo da oben? Ist da irgendwas? Nee, da kommen wir auch nicht hin. Wir müssen definitiv hier links rum. Junge, diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Hatten wir den Kollegen nicht schon mal? Ein Troll? Ups. Ups, oh, der macht mir Sorgen. Oh ja, das war's dann. Tja, da haben wir nicht gut aufgepasst. Das werden wir gleich nochmal probieren. Oh!
So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich irgendwo heilen kann. Haben wir hier was? Nein. Okay. Deswegen, jetzt habe ich das ein bisschen raus, okay. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den Kollegen das machen lassen müssen. So, wir müssen uns um den Kleinen hier nochmal kümmern. Oha, okay. Tja, jetzt müssen wir uns wieder irgendwo heilen. Da haben wir nicht. Da können wir uns noch heilen. Okay.
Der macht mir echt ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, das macht eher der Kleine als ich. Ups. So, jetzt war ich aber mächtig sauer. Ja, alles klar. Für ihn war anscheinend alles klar, für mich nicht so sehr. Okay, aber wir haben jetzt hier jede Menge einzusammeln. So, was haben wir hier? Schwerer Runenangriff. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Wirkungsbereich einfriert. So, das können wir dann, glaube ich, ausgerüstet. Schwerer Runenangriff. Sehr gut. Sehr gut. Okay, was haben wir hier noch? XP. So, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht und dass wir diesmal nicht wieder irgendwas vergessen. So. Nee, wir sind voll. Aber hier gibt es wieder ein paar Symbole. Hey, was steht da? Die Runen stehen für die drei Nornen. Nornen? Die Mäuren. Die Mäuren. Sie bringen nichts Gutes. Gut. Tja, und wenn das so ist? Hallo? Wir wollen doch nicht hier runter, oder? Würde ich sagen, dass wir es für diese Folge auch erstmal wieder gut sein lassen. Wir hatten nochmal einen richtig schönen Endkampf und ich habe ein bisschen eine aufs Maul gekriegt, gar keine Frage. Aber das gehört nun mal beim Let's Play auch dazu. Wir müssen uns hier erstmal auch ein bisschen reinfinden und die Taktiken hier ein bisschen ausstudieren. Nichtsdestoweniger machen wir gleich weiter hier dann auf unserer Reise zum Berg. Die beiden werden wir begleiten und wir schauen uns hier noch kurz den Berg an. Da drüben ist ein sehr, sehr schöner. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann mit Sicherheit in der nächsten Folge God of War wieder bei mir hier auf dem Kanal. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio. Tschüss.